Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Videobearbeitungssoftware Camtasia Studio 8. Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten Tutorial zu Camtasia Studio 8. Nach dem Einführungsvideo. Wir beginnen jetzt gleich mit der Aufnahmefunktion, da zeige ich, wie das funktioniert. Ich bin jetzt hier schon drinnen bei Camtasia Studio 8 und das ist sozusagen der Startbildschirm. Wenn Sie das Programm anwerfen, sage ich jetzt mal, sobald Sie das installiert haben. Und um jetzt Ihren Bildschirm aufzunehmen und jeden Schritt zu filmen, den Sie machen, klicken Sie ganz einfach hier oben auf Bildschirm aufnehmen. Ja, das kann ich jetzt nicht machen, denn ich nehme ja jetzt gerade mit Camtasia Studio auf. Ich zeige Ihnen das Ganze, wie das dann aussieht und wie Sie das einstellen können anhand einer PowerPoint-Präsentation. Auf die schwenke ich jetzt um. So, kleinen Moment, ich gehe jetzt nur noch auf die Leseansicht, damit man das richtig schön sehen kann. Also, so sieht das Ganze dann aus, wenn Sie auf diesen Bildschirmaufnahmen-Button geklickt haben. In meinem Fall wäre das jetzt die Seite Google, die ich abfilme. Das ist jetzt aber, wie gesagt, ein Foto bzw. ein Screenshot. Hier kann ich nichts verändern, weil ich das eben nicht zeigen kann, während ich hier das aufnehme. Es ist ganz einfach, es gibt gar nicht so viel zu erklären hier. Sie können den Bereich, den Sie aufnehmen möchten, ganz einfach hier mit diesen Kästchen verschieben. Entweder kleiner machen, größer. Das können Sie hier mit diesen Ecken machen und immer dieser Bereich, der so ausgeleuchtet ist, der wird auch aufgezeichnet von Camtasia. Dann haben Sie hier drüben den Rekord-Button. Wenn Sie da draufklicken, dann läuft ein Countdown 3 Sekunden runter. Das zählt runter 3, 2, 1 und dann startet die Aufnahme. Und hier gleich ein erster ganz, ganz wichtiger Tipp, das werden wir dann später für die Audioeinstellungen brauchen. Sprechen Sie ganz einfach, nachdem dieser Countdown abgelaufen ist, 5 bis 10 Sekunden gar nichts. Lassen Sie das einfach mal laufen. Warum? Das erkläre ich dann in den Audioeinstellungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, also nach dem Countdown 5 Sekunden nicht sprechen. Dann geht es hier weiter. Sie können hier drüben die Audioeinstellungen machen, eben diesen Regler, laut oder leise drehen. Dann können Sie hier draufklicken, das kann ich jetzt auch nicht, weil es eben mein Bild ist, aber Sie können entweder das Computermikrofon nutzen, das mache ich übrigens in allen Fällen, ich habe kein externes Mikrofon. Wenn Sie ein externes hätten, können Sie das hier auswählen, dass es davon aufnimmt. Dann haben Sie hier drüben den Button Webcam oder Webcam aus. Das ist der nächste Trick, sage ich. Wenn Sie diese Videos kennen, wo man die Leute während einer Bildschirmaufnahme auch in einem kleinen Fenster live sieht, dann haben die hier Camtasia Studio und diesen Button auf Webcam eingeschaltet. Das heißt, wenn Sie eine Webcam haben, Sie machen das hier auf ein, dann werden Sie gleichzeitig Sie abgefilmt, während Sie den Computer abfilmen. Und das ist der ganze Trick, wenn Sie irgendwo oben im Eck oder unten im Eck irgendwo die Person live sehen, die das Video spricht und aufzeichnet. Das ist der ganze Trick. Und hier können Sie die Größe der Aufnahme dann noch manuell einstellen. Bei Benutzer definiert sind gewisse Größen vorgegeben und Vollbild, wenn Sie da drauf klicken, dann wird der komplette Bildschirm aufgenommen. Ja, wenn Sie dann das eingestellt haben, den Rekord-Button geklickt haben, danach 5 Sekunden gewartet haben und dann Ihr Video aufgezeichnet haben und Sie fertig sind, dann klicken Sie ganz einfach F10 und mit F10 wird die Aufnahme beendet und dann kommt Ihre Aufnahme, die wird direkt in Camtasia Studio 8, da schwenke ich jetzt wieder hin, wird hier in die Timeline und in die Clip-Auswahl automatisch hier reingezogen. Das passiert, wenn Sie das Ganze beenden. Und an dieser Stelle werden wir dann auch im nächsten Video weitermachen. Dann
zeige ich Ihnen die nächsten Einstellungen und Tricks, die Sie machen können. Gut, das war's zu diesem Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer, abonnieren Sie bitte meinen Kanal, damit Sie auch Updates für die nächsten Videos erhalten. Gerne können Sie mir auch ein Gefällt mir hinterlassen, wenn es denn hilfreich war. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Sie können mir auch Ihre Fragen darunter posten. Gut, das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Video. Einen kleinen Moment noch. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken, in dem ich Ihnen genau zeige, wie Sie mit Ihrem Video bei YouTube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das? Garantierte Besucher und zwar einen kompletten Strom an Besuchern. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, klicken Sie auf den Link unter diesem Video und dann geht's los. Bis gleich.